Ja, herzlich willkommen, liebe FCS-Fans, hier beim weiteren Interview auf FCS-TV. Ich habe mir heute auf Wunsch des Trainers einen sehr netten Kollegen rausgesucht, wie er gesagt hat, Kai Brünker, unser neuer Stürmer. Hallo. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend deswegen, weil wir haben gerade einen Mannschaftsabend hinter uns mit viel Spaß und mit den Vorstellungen von Einzelspielern, die neu bei uns sind. Du hast ein Lied geschmettert, Who the Fuck is Alice, hast du dir ausgesucht. Hast damit die Mannschaft gerockt. Warum hast du dir ausgerechnet diesen Song ausgesucht? Ich habe lange gesucht, sage ich mal, bis ich einen passenden Song gefunden habe. Ich bin einfach ein Fan von älteren Liedern. Da hat es natürlich dann auch dazu gepasst, dass die Mitspieler ein bisschen mitsingen können, dass man die mit einbinden kann. Und ja, aber da waren auch andere, die sehr gute Performances hingelegt haben. Und war lustig. Es fällt auf, die Stimmung ist hervorragend. Wie siehst du das als Neuankömmling? Ja, auf jeden Fall. Stimmung ist super. Also die Mannschaft, die bindet die neuen Spieler sehr gut mit ein, dass man sich recht schnell, sehr schnell wohlfühlt. Und sind alle sehr kommunikativ. Jetzt auch außerhalb der Trainingseinheiten wird viel unternommen, dass einfach die Kommunikation da ist, dass man sich kennenlernt. Und da muss man einfach ein Lob auch an die Spieler aussprechen, die schon länger hier sind. Du kommst ursprünglich aus dem Südschwarzwald, hast da eine kleine Odyssee durch die Fußballwelt gemacht, warst auch mal in England, dann in Magdeburg und dann finally bei uns gelandet. Wie kam es dazu, dass du Saarländer, Wahlsaarländer geworden bist? Ja, ich habe das ja schon in den ein oder anderen Formaten gesagt, dass ich im Urlaub war in Griechenland auf Zakynthos und da ist dann der Kontakt entstanden mit dem Herrn Luginger und wir kannten uns schon vorher, eben weil da eine Vorgeschichte war, als ich von England nach Deutschland zurückgekommen bin, dass da schon der Kontakt war, als er noch bei Homburg war. Und es hat dann damals nicht geklappt. Aber jetzt, sage ich mal, als dieser Kontakt wieder entstanden ist, da war gleich eine gewisse Vertrautheit da. Man hat sich gekannt und erster FC Saarbrücken. Ich habe schon ein paar Mal gegen den Verein gespielt und es war jedes Mal, sage ich mal, ein Kampf. Es war wirklich ein sehr enges Spiel jedes Mal und auch die Kulisse, sage ich mal, die im Stadion dann herrscht, die ist schon Wahnsinn und das gefällt mir einfach. Es ist ein Traditionsverein mit sehr viel Geschichte. Da habe ich mich vor kurzem mal ein bisschen belesen auf Wikipedia. Und da gab es für mich dann keine andere Option. Klar, es waren andere Vereine im Gespräch, aber die Gespräche mit dem Herrn Luginger, die waren so gut. Auch mit dem Trainer habe ich dann ein Gespräch gehabt. Das hat mich dann überzeugt, dass ich letztendlich dann zum ersten FC Saarbrücken gewechselt bin. Du trittst ja in relativ große Fußstapfen. Wir hatten einen Kultstürmer letztes Jahr, Adriano Grimaldi. Hat man da eine gewisse Ehrfurcht davor, dass man quasi als Ersatz für so einen gekommen ist? Nee, jetzt Ehrfurcht nicht. Also Adriano Grimaldi ist Adriano Grimaldi und ich bin Kai Brünker. Also ich möchte meine eigene Geschichte hier schreiben. Jetzt nicht auch irgendwie da mich irgendwie vorzuloben oder sonst irgendwas, aber Adriano hat seine Leistung gebracht, das respektiere ich auch vollkommen mit den Toren, die er für den Verein geschossen hat. Und meine Aufgabe ist es jetzt, sage ich mal, Tore zu schießen und für den Verein da zu sein. Und ich bin bereit, ich bin jederzeit bereit. Wenn ich das sagen darf, es gibt schon gewisse Parallelen, rein körperlicher Art. Ihr seid wuchtig beide. Du gehst auch immer dorthin, kann ich mich gut daran erinnern, Spiele gegen Magdeburg, wo es weh tut. Kam daher der Ausdruck Panzer? Der Ausdruck Panzer, der ist entstanden in England eben. Da hatten wir ein Spiel, haben 2-1 geführt, das waren da die letzten Spielminuten, Minuten. Und da sind dann zwei Spieler eben gegen mich gerasselt, weil ich den Ball festgehalten hatte, wollte ein bisschen Zeit schinden. Und da ist dann eben auf den Rängen der Spitzname Tank entstanden und genau, das haben sie dann in Asbach später einfach übersetzt, weil wir hatten damals noch den Kai Gehring, der auch mal hier in Saarbrücken gespielt hat. Ja.
Und genau, dass da jetzt nicht, wenn einer Kai ruft, dass sich beide umdrehen, wurde ich einfach als Panzer getauft und so ist es dann entstanden. Belastung für dich, als Panzer bezeichnet zu werden im Fußballsport? Nee, eigentlich nicht. Das ist ein, ist eben Spitzname, ne? Das hat sich jetzt so ergeben und es hat sich durchgesetzt. Also meine Mutter nennt mich als einziges noch Kai. Oder ja, manchmal macht sie einen Gag draus und sagt sie auch Panzer. Ja. Aber ja, ich finde das jetzt nicht schlimm oder belastend. Weil du hast erstaunlicherweise technische Fähigkeiten, die man einem Panzer ja eigentlich so gar nicht zutraut. Dann denkt man ja Kopf vor und durch. Mhm. Was ich bisher so im Training gesehen habe, das war durchaus technisch begabt. Vielen Dank. Ja, gut. Wir wollen ja auch, dass du selbstbewusst in die Spiele gehst. Und da kann man das ruhig lobend erwähnen. Ja. Der Trainer hat angekündigt, du wirst am Samstag gegen Nürnberg erstmals mit Patrick Schmidt zusammen im Sturm spielen. Das wusste ich nicht. Dann weißt du es jetzt. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu Paddy? Ja, sehr gut. Er sitzt neben mir in der Kabine. Also das war eben mein allererstes Spiel gegen Saarbrücken. Da war der Patrick Schmidt noch mit dem Kevin Behrens im Sturm. Und die zwei, die haben ja damals die Regio, muss man echt sagen, auseinandergeschossen. Und da kannten wir uns persönlich noch nicht. Aber jetzt gleich in der Kabine, als wir uns das erste Mal gesehen haben, als dann der Wechsel fix mit ihm war, gleich super Verhältnis gehabt, gut verstanden und sehr sympathischer junger Mann. Oder er ist ein Jahr älter als ich. Ja. Aber er ist ein sehr sympathischer Mann und verstehen uns sehr gut. Nee, das merkt man auch. Generell innerhalb der Truppe, das ist tatsächlich scheint eine gewachsene Einheit zu werden. Wie wichtig ist das für den Blick auf eine Saison? Ja, der Team Spirit muss auf jeden Fall stimmen. Also klar, du kannst 11 individuelle Spieler haben, aber dann sag ich, wenn es echt mal ein enges Spiel ist und du hast dann nicht 11 Krieger auf dem Platz, die da, wo jeder für den anderen den Zentimeter mehr abrackert, dann wird es schwer. Also es ist extrem wichtig, dass man Teamspirit hat, dass man sich gut miteinander versteht. Also jetzt auch, um das mal anzusprechen, so Konkurrenz hin oder her. Aber wenn du weißt, okay, auf der Bank ist einer, der arbeitet dann auch nochmal brutal nach, wenn du nicht mehr kannst, dann bringt es dich auch nochmal weiter, weil du weißt, okay, da brennt einer auf der Bank. Und ja, das ist extrem wichtig für ein Team. Was hat man sich, wenn man ja mit so einer Vita nach Saarbrücken kommt, noch vorgenommen für den weiteren Verlauf seiner Karriere? Klar, also man wägt natürlich schon ab, wo man Erfolg hat. Ne? Man hat es letzte Saison gesehen, es tut mir auch wirklich leid, dass da in der Last-Minute-Treffer noch Osnabrück gelungen ist. Also das war... Zwei sogar, genau, das war ja... Ich habe es mir selber angeschaut, ich war zu dem Zeitpunkt im Garten grillen, aber bei mir ist das gelaufen live, ich habe es mir angeschaut. Und ich bin hierher gekommen, weil ich Erfolg haben möchte mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit dem ersten FC Saarbrücken, mit den Fans. Ich möchte Spiele gewinnen, von Spiel zu Spiel denken. Ich möchte mich auch nochmal weiterentwickeln, ich bin jetzt zwar 29, aber man lernt da nie aus. Und ich möchte auf alle Fälle Erfolg haben. Mit dem Team. Das haben wir auch genau so verstanden. Das geht nämlich nur im Team. Und wir schätzen dich auch so ein, dass du ein absoluter Teamplayer bist. Jetzt hast du die Fans schon angesprochen, die du ja bisher als Gegner immer erlebt hast. Was erwartest du von den Fans jetzt mal, wenn man sie im Rücken hat? Ja, die Fans, die tragen einen natürlich. Also ich mache das jetzt ungern, aber klar, ich habe vorher in Magdeburg gespielt, die haben natürlich auch viele Fans immer im Stadion gehabt und da hat man dann doch nochmal in der zweiten Halbzeit, wenn es dann echt nochmal eng wurde, dann doch diesen Rückenwind gespürt und das hast du in Saarbrücken auch. Also als wir dann eben hier gespielt haben in der Saison, als Saarbrücken dann auch gegen uns gewonnen hatte, ich habe mich wirklich selber brutal unwohl als Gegner auf dem Feld gefühlt, weil da so eine Energie auf einmal von den Rängen kam und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Fans uns auch den einen oder anderen Sieg bescheren können. 12. Mann trifft da wirklich zu auf jeden Fall. Den Ludwigspark.
Blick mal noch ein bisschen voraus. Du hast das Auftaktprogramm ja gesehen. Wie schätzt du das denn ein? Wir haben zuerst einen Aufsteiger aus einer Gegend, wo du her bist. Genau. Und dann noch direkt danach zwei Heimspiele. Wie geht man als Spieler damit um? Sagt man, okay, von Spiel zu Spiel, oder ist man zufrieden mit einem Auftaktprogramm, das auf den ersten Blick machbar erscheint? Ja, also jetzt sind wir ja noch in der Vorbereitung. Jetzt geht es darum, dass man erstmal die gewisse Fitness bekommt, dass das Team zusammenwächst, dass gewisse Abläufe reinkommen. Und die Spielvorbereitung gegen Ulm, die werden wir dann auch zeitnah machen. Klar, wir wollen das Spiel gewinnen. Auf jeden Fall ist ein Auftakt gegen einen Aufsteiger, aber ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Wir haben auch eine gute Truppe, aber wir müssen das analysieren. Und genau, dann fahren wir hin und dann holen wir den ersten Dreier. Das ist mal eine coole Aussage. Jetzt haben wir noch am Samstag ein Spiel gegen Nürnberg und danach die Woche drauf noch ein Benefizspiel und dann das große Highlightspiel für unsere Fans, 120 Jahre FCS, gegen Gladbach. Du bist relativ erfahren als Profi. Ist das nochmal was, wo man sagt, ey, da freue ich mich drauf? Auf jeden Fall. Also jetzt auch so Spiele wie gegen Nürnberg, auch ein toller Club. Ist natürlich Mannschaften, die hast du früher als Kind alle, oder ja, Gladbach immer noch im Fernsehen, in der ersten Bundesliga, Sky, schaust dir an, aber früher als Kind, sage ich mal, das ist natürlich dann, das war damals, wo du dir gesagt hast, das ist ein Traum von mir, dass ich irgendwann mal gegen solche Mannschaften spielen darf oder kann. Und das ganze Leben dafür gearbeitet, geackert, und jetzt sind eben die schönen Jahre, dass man gegen solche Mannschaften spielen darf. Und ja, es sind gute Tests auf jeden Fall. Jetzt gegen Nürnberg aus, eine spielstarke Truppe. Gegen die haben wir ja letztes Jahr gespielt, haben gute individuelle Spieler drin. Und Gladbach, ja, da kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen. Haben ja auch ein paar Abgänge, sage ich mal. Aber wir gehen trotzdem, also ich gehe trotzdem in das Spiel rein mit dem Gedanken, dass wir gewinnen wollen. Wir haben jetzt die letzten Spiele gewonnen in der Vorbereitung, was super ist. Es gibt Selbstvertrauen für die Runde und warum sollen wir nicht auch gegen Gladbach in der Vorbereitung gewinnen? Ja, liebe FCS-Fans, ihr seht, Kai Brünker ist ein sehr sympathischer Typ. Vielen Dank, dass du uns hier nach dem Teamabend noch zur Verfügung gestanden hast und viel Erfolg in der neuen Saison. Vielen Dank und dir wünsche ich auch noch einen schönen Abend. Danke. Euch zu Hause. Ja, einen schönen Restabend. Wir melden uns morgen wieder hier aus Tauberbischofsheim. Bis dann. Tschüss.